Dann du bitte mal hier in das Gehege. Was haben wir noch? Forschung abgeschlossen. Für was? Für beide? Okay. Das heißt, wir können dann hier mal gucken, ob wir dir noch irgendwas Gutes im Bereich der Futterbeschaffung geben können. Ja, sehr gut. Ah, 95. Ernährungszustand. Okay, du hast also ein Problem mit Nahrung, ja? Könnte man auch irgendwo einstellen, ich weiß das. Ne, hier ist sie glücklich, alles klar. Na gut, nicht beim Tier, ne, sondern wenn, dann beim Gehege kann ich die einstellen. Ne? Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben zwei Weibchen und ein Männchen hier drin. Gibt es denn jetzt hier irgendwelche Probleme oder nicht? Ich hoffe nicht. Ist gerade ein bisschen dunkel. Können wir hier irgendwo mal Licht einbauen? Mülleimer, Bänke, Sicherheit, Betriebsmittel, Lautsprecher. Ich würde gerne noch Musik oder Umgebungsgeräusche irgendwie. Da kann man bestimmt noch was machen. Aber was hätte man denn für Umgebungsgeräusche? Bauen wir den da mal hin. Asiatischer Wald, Grillenwüste bei Nacht, Dschungelvögel. Das hört sich gerade nicht so gut an. Und natürlich auch da ein Stück Blume drüber. Muss man ja nicht sehen. Und so wird es automatisch auch ein bisschen bunt. So, und dann müssten wir in der Heatmap. Na, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Gehege. Also ausbrechen können sie nicht. Das kann man hier nämlich wunderbar erkennen. Alles klar. Haben wir gut gemacht. Dann können wir ja so langsam mal zu einem neuen Gehege übergehen. Habt ihr ein Wunschtier? Irgendwas, wo wir sagen, das wollen wir. Temperatur machen wir. Wasser haben wir erstmal nicht. Strom ist vorhanden. Gebäude, negativer Einfluss. Ja, okay. Kann man nichts machen. Sicherheit ist erstmal vorhanden. Bildungsstufe der Gäste. Weiß. Oh, wir werden Nachwuchs kriegen. Das ist schön. So, was ist mit dir? Kann ich klagen, mir geht's gut. Ich gebe zu viel zu tun. Wer bist denn du? Paris-Cop. Anstellung.
Chief Beef. Okay. Gut, dann müssen wir mal eben einen einstellen, nämlich einen Mitarbeiter im Bereich des Verkaufs. So. Einrichtung Chief Beef? Das ist doch Information, oder nicht? Mach mal die Heatmap aus. Ach nee, der ist richtig. Der ist Information und der ist da. Alles klar. Hier wird Getränke. Also so weit sind sie alle zufrieden. Was wollen wir denn? Mehr. Dann nehmen wir mal dieses Bärmchen hier. Verschieben das mal hier in die Ecke. Haben wir denn schon eine Babyschildkröte oder nicht? Hoffentlich stellst du da auch wieder einen hin. Nur. Zoopfleger, du kriegst auch mal den Arbeitsbereich hier. Kaffee trinken. So, dann können wir ja mal. Ich befürchte, ich muss noch so ein Mitarbeiter-Dingen hin. Wie kann man das denn mit den Mitarbeitereinrichtungen? Was hätten wir denn hier? Wir hätten hier Planet Zoo Forschungszentrum, Handelszentrum, Mitarbeiterraum klein. Dann machen wir doch hier einen Mitarbeiterraum hin. Warte mal. Werkstatt haben wir. Tierpflegerhütte brauchen wir hier noch nicht. Mitarbeiterraum. Der soll klein sein. Alles klar. Spinnt doch. Gut. Dann machen wir das eben so. Und dann brauchen wir hier mal einen Weg. Könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das mit den Wegen ist Schied. Funktioniert noch nicht. So, das ist jetzt die kleinste Weglänge. Wie kann man denn Plätze bauen? Weiß das einer? Kann mir da spontan mal einer weiterhelfen, wie man Plätze bauen kann? Weil so ist doch Müll. Das ist doch Mucks und Mulle hier. Mach mal Pause. Ja, das geht überhaupt nicht.
Nein, das ist doch Müll so. Da muss es doch eine Möglichkeit geben, oder? Ja, ist klar. Der bildet sein eigenes Raster, ne? Muss doch möglich sein. Das Dingen hier. Aufzunehmen und hier irgendwo dran zu setzen, oder? So eine Hütte zu bilden. Ja, also Wegebau ist tatsächlich noch so eine Frage, wie das funktioniert. Ich kann das so. Dann macht er die zusammen. Ich bin da gerade ein wenig... Nicht schön, aber praktisch, oder? Das gefällt mir überhaupt nicht, aber ja, was willst du machen? Ich weiß mir gerade keine andere Lösung. Wir machen auf jeden Fall Plus. Das ist schon mal sehr von Vorteil. Das wird sich jetzt natürlich wandeln, weil wir müssen ein bisschen was kaufen. Wir müssen ein neues Tier organisieren. Was wollen wir denn machen? Der Schwarzbär, der hat natürlich schön viele Punkte. Grizzlybär und taiwanesischer Schwarzbär. Ich befürchte, die gehören nicht zusammen. Die kann man nicht zusammenpacken. Ne? Tee, taiwanesischer. Der Schwarzbär. Kletterschutz, Grad 4. Hohe Temperatur, keine Wasseranforderung, Geländeanforderung, der braucht richtig Platz und hohe Klettergeschichten. Ist mit nichts anderem zusammenzupacken. Soziale Bedürfnisse, bis zu einem Männchen, bis zu einem Weibchen, Gruppengröße 1 bis 2. Okay. Das heißt, davon brauche ich im Grunde nur 2. So, dann suchen wir uns mal den taiwanesischen Schwarzbären hier raus. Ist schade, dass das hier nicht sortiert ist. Das ist nicht so schön. Da. Der ist prämiert von der Größe, ansonsten macht er einen guten Eindruck. Sie. Könnten wir uns auch leisten. Die ist nicht so geil. Die ist auch nicht so geil. Also die hier macht den deutlich besseren Eindruck. Genau, den setzen wir jetzt bei den Schwarzbären rein. So, jetzt brauchen wir noch ein Männchen. Der ist, naja, 8%. Ganz beschissen. Beschissen. Hat er denn irgendwas?
Weil Lebenserwartung, was bedeutet das denn hier? Dass der schon zu alt ist? Aber die anderen sind doch alle viel älter. Aber der ist natürlich hier, was das Thema angeht, gut. Da könnte vielleicht was Geiles raus werden. Na komm.